80 Euro Schlappe. Schlappe, bam. Was laberst du für eine Scheiße? Ja, bevor du irgendeinen Scheiß verbreitest, guck doch mal genau hin. Guck mal, wie die Leute reagieren teilweise. Ja, voll krass. Die meisten Leute haben richtig voll scheiße reagiert auf meinen Clip. Also die Freuds haben gelacht. Der alte Wichser. Boah. Die Reaktion sympathisch. Das war Instant Karma. Ja, wirklich. Ey, sind wir mal ehrlich, ne? Du bist 9 Stunden hängst du an dem Boss dran, ne? Ich war ja über 4 Tage, 9, 10, 13 Stunden von mir aus, auch weil ich zwischendurch noch andere Sachen gemacht habe. Irgendwann brichst du einfach, ne? Und irgendwann musst du diese Aggression auch rauslassen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da. Bin kein Gamer, aber das, was schmeißen, fühle ich, hatte ein Schild, konnte man werfen, wie eine Frisbee. Hat mir nur leider den Daumen komplett zerfetzt. Werfen, gab aber auch ein Loch in der Wand. Seitdem werfe ich nichts mehr. Das ist ja eine Steinwand, die da ist. Ich wüsste nicht mal, was ich dagegen werfen kann, damit die Wand kaputt geht. Du wirst gecancelt. Ja. Grog hat auf mich reagiert, Olli, ja. Ihre Reaktion war nicht schlecht. Aber ich habe irgendwie so eine leichte Vermutung, dass er sauer ist. True. Also, ich weiß nicht. So die Art und Weise, wie er sich gedreht hat, die Hautfarbe, es ähnelt... Die Hautfarbe, da dachte ich so, what the fuck, aber guck mal, wie rot ich bin. Ich stand auch einfach 2 Stunden schon und hab den ganze Zeit probiert, kennt, ne? Kennt ihr alle steht Kopf, dieses kleine rote Männchen, was zwischendurch mal brennt? Irgendwie erinnert er mich doch sehr. Ja, fühle ich den Vergleich. Ich war der Erste, der dich canceln wollte, merkt ihr das? Olli, du Schwein. Ey, ich glaube, da gehst du halt auch irgendwann kaputt, deswegen habe ich wirklich Angst vor diesen Spielen. Guck mal hier, ne? Fubi, kann man bei dem Boss aber auch voll und ganz nachvollziehen, danke. Kann froh sein, dass das kein Controller von früher war. Dann wäre das Gesicht Matsch, ja, wie mit einem Nokia, ne? Ja, yeah, safe. So ein Gamecube-Controller hätte mir so straight die Nase gebrochen. Das ist süß. Ist das übergriffig, wenn ich das sag? Wenn ja, tut mir das leid. Ich glaube auch, weil deine Reaktion so fucking schnell war, denken die Leute, muss Controller sein, weil kein Mensch greift so schnell was anderes. Ich bin ein Ninja. Das ist mein ADS, mein Kopf funktioniert so schnell. Und das war dieser Blick so, 80 Euro Schlappe, Schlappe, bam! Ich war ja auch nicht dabei und dachte mir so, hä? Wo hat der so schnell die Schlappe her? Ja, Leute, muss man wissen, dass die neben dir liegt. Ich weiß nicht mehr, wer was gesagt hat, um ehrlich zu sein. Aber die müssen sich alle bei mir entschuldigen. Boah, die Reaktion kenne ich noch nicht. Mal sehen, was der Bruder sagt. Mal sehen, ob der mich wegcancelt. Mal sehen, was er sagt. Warum? Warum tut man das, ey? Ich versteh's nicht. Was denn? Warum tut man das? Eine Schlappe an die Wand schmeißen. Gut. Aber Digga, dass die Leute auch einfach davon ausgehen, dass wenn ich einen Controller in die Fresse kriege, das war ja witzig. Man sieht aber, dass es kein Controller ist. Ja, aber das ist selber schuld. Selber schuld. Warum macht man den Controller kaputt? Mach ich nicht! Boah. Ich weiß nicht, ich finde solche Rage-Dinger nicht lustig. Warum musst du, hast du keine Beherrschung, dass du das... Nach 9 Stunden habe ich keine Beherrschung mehr. Hab ich nicht. Ich denke mal, wenn die Leute checken würden, dass es kein Controller war, würden sie auch nicht so reagieren. So, wir gehen jetzt alle Reactions durch. Ich glaube, die sagt gar nichts. Ich glaube, die reagiert da nicht mal drauf. Okay, die hat gar nicht reagiert, auch cool. Als Gamer sollte man eigentlich deinen Ausraster nachvollziehen können. Ja, also... Pass mal auf, wenn ich jetzt einen Controller kaputt schmeiß, kann ich schon nachvollziehen, dass man sagt, ey, wie dumm bist du. Ne? Es ist halt wirklich teuer. Es ist nicht wenig Geld, was so ein Controller kostet. Man sieht ja im Schwung, dass es ja die Lette ist. Die haben richtig cool reagiert. Aber ich bin auch blitzschnell bei meinem Schuh gewesen. Bam! Verpixelt, aber dann. Oh, der Controller schlägt zurück. Stabil! Stabil! Der kam wirklich. Also, der ist. Ja. Schade auf jeden Fall. Schade. Instant Karma, ja, ist so. Ja, aber. Zauber, wie geht's dir? Danke für die. So, der Controller, kein Nokia 210 Häuserblock einfach ist so einfach durch die Wand. Creepypasta Punch hat auch reagiert. Ja, ich werde das nicht spielen. Das ist doch ein Kackspiel. Boah! Bruder. Der Controller hat ihn einfach zurückgeslappt. Ich hasse den. Wieso soll ich dieses Spiel? Wieso? Ich sehe den Spielspaß nicht. Ich kenne. Lass es auch einfach. Dieses Spiel bricht einen dich. Sehr geehrten Herrn Nebelspalter. Und dieser Nebelspalter ist ein unfassbarer. Der erste Reaction-YouTuber hat sich gerade bei mir entschuldigt. Aber die Reaktionen sind schon teilweise so derbe, Digga. Pass auf! Bitte, genau das meine ich, Leute. Was genau meinst du? Warum mach doch denn einfach das Spiel aus, Junge? Das ist doch traurig. Das war scheiß viel Geld. Was laberst du für eine Scheiße? Das war eine Adilette. Ja, bevor du irgendeinen Scheiß verbreitest, guck doch mal genau hin. Die Reaktion hat mich richtig wütend gemacht. Ja, und das tut mir immer so wahnsinnig leid. Was tut dir leid? Also, so ein bisschen bin ich bei, tja, selber schuld und ein bisschen bin ich bei auch, Junge. Das
mach doch nicht den. Was denn genau? Eine Schlappe werfen? Ich glaube übrigens, er hat ein paar Teile zurück ins Gesicht bekommen. Einfach mein Hausschuh habe ich zurück ins Gesicht gekriegt. Die Reaktion fand ich scheiße. So, what the fuck, Digga? Ich bin das auch noch nicht gewohnt, im Internet so zu stehen. Also ein paar Reaktionen haben mir überhaupt nicht gefallen. Vor allem so von oben herab, wo ich mir denke so, hey, was bist du denn, Alter? Wollt ihr auch? Halbes Jahrhundert über mich gesprochen, da glaube ich. Also ich weiß nicht mehr. Die Reaktion war. Boah. Ist der Controller ihm zurück in die Fresse geflogen? Loki verdient für die Verschwendung. Guck mal, das. Goel, auf einmal wird sie voll böse. Erstmal habe ich der Schnappe geschmissen. Und kein Controller. Warum ist sie so böse? Das hat er verdient. Ganz ehrlich, wer sich nicht unter Kontrolle hat und seine Controller und so scheiße schrottet, ne? Loki verdient. Ganz ehrlich. Loki verdient, lass dir das eine Lehre sein, okay? Sie lacht ja noch, ne? Aber Bruder, mein Job für die nächsten Tage bei jedem rein ins Stream und das war eine Schlappe, du Lohn! Nein. Ah, sie lacht ja noch, ne? Aber das check ich nicht. Die Leute werden voller aggressiv. Selbstbeherrschung von einem 12-jährigen Kind haben, ne? Selbstbeherrschung vom 12-jährigen Kind. Ich habe 9 Stunden nichts gemacht, bevor ich das gemacht habe. 9 Stunden habe ich es ertragen. Und dann habe ich mir gedacht, Tom, es wird sehr wahrscheinlich soweit sein, dass wir wirklich wütend werden. Wir nehmen jetzt die Schlappe, legen die auf den Tisch. Einfach für den Fall, dass du wirklich mal Frust rauslassen musst. Und das ist dann passiert. Beweisstück C, warum ich das Game nicht spielen würde. Genau. Aggressiv werden kann, aber werden aggro, wenn man einen Controller wirft, obwohl es keiner ist. Sie hat, glaube ich, sehr cool reagiert. Haben wir das schon geguckt? Nee, oder? Doch, haben wir? Haben wir? Wirf nächstes Mal einfach deine Tastatur. PC. Nächstes Mal schmeiß ich meinen PC. 3000 Euro. Verschwendung. Wir canceln zurück jetzt. Alter, was ist denn? Ey, das Internet ist so kacke, ne? Ich muss so neuen Techniker holen, bitte. Aber ich kann nicht oben streamen. Auf dem Dachboden werde ich sterben. Es ist so warm. Ah, no way! Ich bin im Weg. Oh! Ich bin euch ganz ehrlich, ne? Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen, aber ich fühle mich echt angegriffen. Aber ich bin auch ein Mensch, ich fühle mich sehr schnell, sehr doll angegriffen. Ich bin da ein bisschen, keine Ahnung, was für Kindheitstrauma ich da habe. Auf jeden Fall bin ich, fühle mich sehr schnell angegriffen, muss ich sagen. Sie hat richtig kacke reagiert, deswegen habe ich auch bei ihr kommentiert. Aber sie hat sich bei entschuldigt. Wehe, du wirst eine Pantoffel auf der Gamescom zu mir. Ich nehme da meinen Plateauschuh mit. Kriegst du ja direkt aber anders auf den Kopf. Würde ich mich auch fühlen. Aber muss schon sagen, als Rentner noch so eine Wucht zu haben. Hör auf, mich Rentner zu sein. Ich trage ja immer sehr vorteilhafte T-Shirts, ne? Ich bin ja sehr übergewichtig tatsächlich. Ich versuche das immer gut zu kaschieren. Masse ist Macht, Junge. Weißt du, wie viel Kraft du hast, wenn du ein bisschen weißt, deinen Körper zu bewegen? Geht dann alle Fettsäcke wie mich. Ihr braucht keine Angst haben, ihr seid Maschinen, weil ihr habt viel mehr Kraft. Benutzt eure Hüfte, ein bisschen eure Schulter, dann steht da gar nichts mehr. Sie hat auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr doof reagiert. Deswegen habe ich das kommentiert bei ihr. Jedes Mal, wenn ich einfach einen Clip von diesem Kackspiel sehe, ne? Nutzt sie die Masse, ist so. Bruder. Oh, hat er gerade seinen Controller weggeworfen? Nein. Oh, finde ich nicht witzig irgendwie. Ich auch nicht. Ich weiß, kann emotional sein, kann auch sehr emotional belastend sein, aber ich finde es halt irgendwie nicht lustig, Sachen kaputt zu machen, aufgrund von, dass man im Spiel gereizt ist. I don't know. Ich dachte, wir sind irgendwie aus dem Alter raus. Also ich bin 30 und schmeiß Schlappen, wenn ich gehe. Bin ich ehrlich, dazu stehe ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Oh Gott, ich habe auch schon mal eine Sache fast kaputt gemacht. Aber da war ich halt auch 20 oder jünger, I don't know. Ja, ich weiß nicht, ich finde sowas halt einfach nicht lustig, tut mir leid. Das war auch übel von oben herab, ne? Das hat mich wirklich. Ich saß da mit meinem Kaffee draußen, dachte mir so, Digga, wie redest du mit mir? Was, wie redest du von oben herab? Aber ich habe geschrieben, es war eine Adilette, kein Controller, ich schmeiß keine 80 Euro gegen die Wand. Und darauf hat sie dann geschrieben, okay, ich dachte schon, uff, dann sorry. Und das muss man sagen, ich bin nicht wütend, ich bin zum Glück, ich bin ein sehr impulsiver Mensch, aber ich bin absolut nicht nachtragend. Ich nehme die Entschuldigung mit Herzen natürlich an. Junge Gronkh hat mich einfach angeguckt. Junge Gronkh hat einen Clip von mir gesehen, das freut mich richtig doll. Jetzt nochmal Real Talk aus dem Gaming-Keller, der jetzt bald fertig wird. Streamclip stellt das gerade, wenn man den Clip weitergesehen hätte, hätte man gehört, wie ich gesagt habe, ich habe mir eine Schlappe ins Gesicht geworfen. Die Leute bashen mich, weil die denken, ich habe einen Controller an die Wand geworfen und kaputt gemacht. Ich bin kein komischer weißer Cis-Mann mit Aggressionsproblem. Das ist alles auch gar nicht so böse gemeint. Ich habe mich voll gefreut, dass ich das in diese Folge geschafft habe und dachte mir so, ey, mega cool. Wie haben denn die anderen so reagiert? Gronkh hat auf mich reagiert. Ne, pass auf, das ist so ein Step in dieser YouTube-Twitch-Karriere, Anführungsstrichen. Das ist mega, ist voll der Meilenstein, ne? Weil so ein Urgestein wie Gronkh hat einfach
einfach darüber gelacht, dass ich mir einen Schuh in die Fresse werfe. Ist vielleicht für den einen oder anderen nichts Besonderes, aber wie gesagt, ich habe unfassbar riesen Respekt vor Gronkh, dass er das einfach über diese Jahrzehnte schon durchzieht und auch immer dran geblieben ist, ne? Und was der auch mittlerweile alles aufgebaut hat, von Songs über Film und bla und hier und immer noch so weit oben mitspielen, ne? Das kriegt man vielleicht gar nicht mehr mit, wenn man nicht mehr so in der Bubble drin ist. Weil der hat ja immer noch average, keine Ahnung, 20.000 Zuschauer oder? Das ist völlig verrückt, wie krass dieser Typ ist und das ist halt wirklich mega cool, dass der mich gesehen hat. Auch wenn der eine oder andere das nicht nachvollziehen kann, aber juckt mich nicht, Bruder, juckt mich nicht. Ich kompensiere deine Aggression und umarme dich einfach, um negative Energie zu absorbieren. Glaub mir, wenn du meine negative Energien aufnehmen würdest, ich glaube, du würdest die nächste Brücke nehmen. Ich hab letztens darüber nachgedacht, weil ich das letzte Mal geweint habe. Und das war, glaube ich, auf irgendeiner Beerdigung, Digga. Und das war vor der Geburt von meinem Sohn. Bei der Geburt von meinem Sohn hatte ich ein bisschen Tränen in den Augen. Aber das war ja nicht aus Trauer, das war ja Freude. Und Überforderung. Und heftig Überforderung.